Hallo zusammen, heute habe ich giftige Aufgaben und zwar habe ich hier eine Wärmepumpe. Das ist eine Inhouse-Wärmepumpe, wo Luft reingezogen wird, also Außenluft wird reingezogen und dann über den Kanal wieder aus dem Haus geblasen. Diese Wärmepumpe ist schon ein paar Jahre alt. Die wurde ausgebaut, ersetzt durch eine neue, denke ich, und die sollte jetzt entsorgt werden. Ein Alteisenentsorger, der nimmt euch die Pumpe nicht an, der sagt, die muss zuerst entleert werden. Wir sehen hier das Tippenschild dieser Wärmepumpe. Hier steht drauf das Kältemittel R502. Also wenn ihr das heute irgendwo einsetzt, dann macht ihr euch massiv strafbar. Und das Füllgewicht, seht ihr ganz klar, wie viel das da drin ist? Gar nichts. Ich denke, man hat es einfach nicht gewusst und nicht eingefüllt. Kältemittel 502, als ich noch zur Ausbildung ging, da gab es drei Kältemittel. Kühlung, R12. Dann Klima, R22. Und Tiefkühlung, 502. Es wurden auch Wärmepumpen gebaut mit 502 und die stehen immer noch. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, wie alt das die Wärmepumpe ist. Vorher auf dem Tippenschild, Baujahr 12.90. Ich vermute, dass diese Wärmepumpe von 1990 ist. Da war natürlich das Kältemittel 502 noch immer aktuell. Was machen wir jetzt mit der Wärmepumpe? Wir ziehen hier über eine Pumpe das Kältemittel raus. Das geht hier in eine Flasche, die geht dann irgendwann, wenn sie voll ist, zur Entsorgung. Wir ziehen das ganze Kältemittel raus. Ich habe mit dem Alteisenhändler abgemacht, er trennt die auseinander. Das Öl entsorgt er, weil das ist für ihn kein Problem. Aber wichtig ist einfach, dass die Pumpe leer ist. Wir kriegen die Wärmepumpen hierher von diversen Firmen, die immer wieder mal was bringen. Wir saugen die leer, laden die wieder gestaffelt auf und bringen die unserem Alteisenhändler. Der will an sich ein Zertifikat oder eine Bestätigung, dass das Teil leer ist, aber sagt, du bringst so viele Wärmepumpen, also das spielt gar keine Rolle. Ich weiß, dass sie bei dir leer sind. Das Kältemittel R502, das hat auch ein GWP, das ist gewaltig, das ist giftig und das ist keine Ahnung was alles, ist verboten. Ich lebe immer noch, obwohl ich jetzt seit 50 Jahren mit dem Kältemittel hier arbeite. In der Ausbildung, da hat man noch gelernt, zum Entleeren einer Anlage, sowas hier, benutzt man einen Gartenschlauch und leitet das Ganze ins Freie oder bei größeren Anlagen einen ausgedienten Feuerwehrschlauch und leitet das Ganze ins Freie. Das habe ich noch so gelernt. Also das war vor in den 90er Jahren aktueller Stand der Technik, weil das Ding Kältemittel weder giftig noch sonst irgendwas. Gut, es gibt schon ein paar Sachen, die man wissen muss. Aber wenn ihr so eine Wärmepumpe habt, hier in der Umgebung seid, bringt die Wärmepumpe vorbei, kostet um die 150 Franken, dass wir das Zeug raussaugen und an unserem Alteisenhändler zur Entsorgung weitergeben. Wir kriegen nichts dafür, weil er sagt, das ist alles Mischware, muss er zuerst zerlegen. Okay, aber sie ist wenigstens entsorgt und weg und das Kältemittel pumpen wir weg und wir wissen jetzt nicht, wie viel das drin ist, aber das ist jetzt pauschal verrechnet mit 150 Schweizer Franken. Die Wärmepumpe ist nichts anderes wie ein Kühlschrank, das stimmt nicht, sondern das sind gewaltige Unterschiede, ob gewerbliche Kälte, Wärmepumpe, Klimaanlagen, Fahrzeugkühlung, also einer, der sich auskennt auf Fahrzeugkühlung, den könnt ihr nicht auf eine Wärmepumpe loslassen. Es funktioniert nicht, weil er einfach die Erfahrung nicht hat. Gut, ich habe gewerbliche Kälte gelernt, habe auf Wärmepumpen gearbeitet,
bin ab in die Industrie und Großkälte und jetzt mache ich halt Kleinzeug, so Kleinkompressoren. Ihr seht da hinten, das ist ein Mannerob-Verdichter, heute ist das nicht mehr Mannerob, sondern Danfoss. Ist ein schönes Teil, wird jetzt einfach entsorgt, weil die Pumpe ist seit 1990, also die ist jetzt 34 Jahre lang gelaufen, nach Kunden anstandslos, aber jetzt müsse was Neues haben. Da bringe ich euch ein Video über das R134A, aktueller Stand, und ich wünsche euch einen schönen Tag.